herzlich willkommen auf der Swissdidakt 2021. Zum einen im Livestream, auf der digitalen Plattform und natürlich vor allen Dingen hier mit Live-Publikum in der Messehalle in Bern. Ganz, ganz herzlich willkommen und schön, dass Sie da sind. Ja, das Publikum hier hat bereits die Eröffnungsrede von Gérard Aimon verfolgen können, die Eröffnung der Swissdidakt 2021. Und wir freuen uns jetzt, dass vom Verband VSLCH Thomas Minder zu uns kommt. Und er wird seine Keynote jetzt einleiten mit dem Thema, was auch heute der Thementag ist. Der lautet nämlich die Schule von morgen. Und Thomas Minder wird auch darauf eingehen, wie sieht sie denn aus, diese Schule von morgen. Und sein Vortrag heißt dann auch wie eine Küche, wie ein Wohnzimmer. Und wie sieht sie eigentlich im Idealfall aus? Welche Trends beeinflussen sie? Und was können Schulleitungen dazu beitragen, dass sie sich in diesem Sinne auch wirklich verändert und Schülerinnen und Schüler auf das Leben von heute, von morgen vorbereitet und begleitet? Bitte begrüßen Sie jetzt mit einem ganz herzlichen Applaus den Keynote-Speaker vom Swissdidakt-Thementag 1, Thomas Minder vom VSLCH. Herzlich willkommen, Herr Präsident. Herzlich willkommen. So, Sie dürfen hier hin. Und Sie starten auch direkt mit Ihrer Präsentation. Wir freuen uns sehr und herzlich willkommen. Dankeschön. Dankeschön. Pardon. Sind Sie bereit für die Schule von morgen? Êtes-vous prêt pour l'école de demain? Wie ein Wohnzimmer oder wie eine Küche, so lautet der Titel der Präsentation oder der Keynote. Wenn Sie auf Google gehen, versuchen Sie das einmal, geben Sie den Suchbegriff Schulzimmer ein und Sie werden diese Resultate finden. Es sind, wenn ich mich nicht verzählt habe, sind es 21 Bilder. 4 davon zeigen ein Schulzimmer, das ich akzeptabel eingerichtet finde. Der Rest rot eingerahmt, da sehen Sie Schulzimmer, so wie sie in den Köpfen der meisten Leute sind offensichtlich oder so, wie man sie sich vielleicht bisher vorgestellt hat, ausgerichtet nach vorne, ausgerichtet zur Wandtafel, ganz im preußischen Stil, wie eine preußische Armee. Dieses Bild stammt aus der Phase der Industrialisierung. Da wollte man Leute, die in der Wirtschaft reüssieren können, die gehorchen, die sich in ein System eingliedern. Und wir haben es vorhin gehört von meinem Vorredner Gérard Aimon, vielleicht wird sich etwas ändern mit der Digitalisierung. Ja, vor einigen Jahren hatte ich das Privileg, dass einige ältere Semester zu ihrem 70. Geburtstag bei uns in der Schule die Klassenzusammenkunft durchgeführt haben. Und ich hatte die Ehre, sie durch unsere Schule zu führen und sie haben gestaunt, wie sich die Schule verändert hat. Und sie haben mir erzählt, was in diesen Schulzimmern abgelaufen ist, als sie damals zur Schule gingen. Ich wiederhole nicht, welchen Qualen und welcher Pein sie ausgesetzt waren von ihrem damaligen Lehrer. Aber sie haben mir auch erzählt, da wo heute 20 Schüler sitzen, waren es weit über 40 damals. Und es ging auch, aber die Anforderungen an Schulzimmer damals waren andere. Und die Platzverhältnisse und wie nahe man sich kam, war auch anders, ganz sicher anders als heute. Heute brauchen wir ja mindestens 1,5 Meter Abstand. Ja, ich habe dieses Bild ausgewählt. Es sieht aus wie aus einem Möbelkatalog, ist es wahrscheinlich auch. Meine Quelle ist Pixabay, aber die haben es wahrscheinlich auch aus einem Möbelkatalog. Aber das ist ein Bild, wie ich mir ein Schulzimmer vorstellen könnte. Einfach bevor die Kinder reinkommen. Die Kinder werden dann für die Farbe sorgen, da bin ich ganz sicher. Aber es ist eben eher etwas, was an die natürliche Umgebung erinnert, wo die Kinder aufwachsen, zu Hause, wo es auch eine Küche gibt und ein Wohnzimmer. Vielleicht braucht man es einfach ein bisschen größer. Ja, ich denke, Sie im Publikum oder die online zuhören, Sie sind alle betraut mit der Bildungslandschaft und Sie wissen, im Kindergarten oder, wie heißt das, im ja, Kindergarten auf Französisch, kommt mir nicht in den Sinn, aber die Übersetzung haben wir ja simultan. Genau, und da kommen die Kinder in den Kindergarten und sie müssen sich eingewöhnen, sie müssen sich an die Gruppe gewöhnen und dann werden sie sehr selbstständig.
Sie wissen, wo Sie spielen können. Sie wissen, wie das funktioniert. Manchmal vergessen Sie, dass Sie warten müssen. Manchmal vergessen Sie, dass Sie nicht einfach reinsprechen müssen. Das lernen Sie alles. 2 Jahre und die Kinder sind wunderbar selbstständig. Und dann kommen Sie in die erste Klasse oder 3H und Sie werden an einen Tisch gesetzt. Und an diesem Tisch, da müssen Sie bleiben und lernen und es wird Ihnen aufgezeigt, was Sie alles nicht können. Sie können nämlich nicht rechnen und Sie können nicht lesen. Es gibt wohl solche, die es schon können, aber man tut so, als ob sie es nicht könnten. Und das passiert leider noch viel zu oft. Also, nach 2 Jahren, in denen die Kinder Selbstständigkeit gelernt haben, wird ihnen aufgezeigt, dass sie eigentlich unselbstständig sind. Und ich denke, daran muss man etwas ändern und darum wäre es gut, die Schule wäre ein bisschen mehr wie ein Kindergarten. Ich kann mich erinnern an eine Aussage von einer Kindergärtnerin bei uns in der Schule, die hat am Elternabend gesagt, Ihre Kinder sollen das genießen bei uns im Kindergarten. Und ich war total begeistert, dass sie das gesagt hat. Und dann sagt sie, und dann war ich nicht mehr so begeistert, ja, wissen Sie, jetzt können Sie noch richtig Kinder sein. Nachher in der Schule wird es ernst und da geht es dann wirklich los und da müssen Sie stillsitzen. Und das kann nicht sein, dass wir so eine Schule haben. Das ist nicht kindgerecht. Wir haben eine Schule, so klassisch, wie wir es vorhin auf der Google-Suche gesehen haben, die meisten Bilder, das ist eine kinderfeindliche Umgebung. Diese Bilder hier, die durfte ich selber schießen bei der Firma Bühler. Sie sehen es unten eingeblendet, Firma Bühler Group. Falls Sie diese Firma nicht kennen, Sie alle haben wahrscheinlich schon ein Lebensmittel zu sich genommen, das durch eine Maschine dieser Firma gegangen ist. Diese Firma hat für einen hohen zweistelligen Millionenbetrag ein Innovationszentrum gebaut. Sie sehen da Bilder. Unten links sehen Sie einen Makerspace. Also das ist traumhaft, oder? Da hängen die Werkzeuge von der Decke runter. Man kann sich nehmen, was man gerade braucht. In dem Bild in der Mitte sehen Sie diese Würfel, das sind 3D-Drucker in verschiedenen Größen. Unten rechts, das ist der Empfangsbereich. Da werden die Leute willkommen geheißen, die dieses Zentrum besuchen. Und die Bilder oben links sind alle aus einem Raum. Da gibt es ein großes Sofa, das sehen Sie oben in der Mitte. Auf der anderen Seite hat es noch einmal in derselben Größe ein Sofa. Es gibt einen Tisch, wo man kooperieren kann und oben links sehen Sie die Creative Kitchen. Und das hat sich diese Firma gegönnt, um innovativ zu sein. Da werden innovative Projekte angerissen. Alle Wände sind beschreibbar mit Whiteboard-Markern und sie sind magnetisch. Da werden Zukunftsfantasien gesponnen, da wird in die Zukunft gedacht. Und spontan habe ich damals zum Lehrmeister, ich war da, um den Lehrvertrag zu unterschreiben für unseren ältesten Sohn, und ich habe spontan gesagt, so stelle ich mir die Schule der Zukunft vor. Und der Lehrmeister, der hat sich dann gerade genötigt gefühlt, um zu sagen, wissen Sie, da hat die Firma Bühler aber 65 Millionen Franken verbaut. Und ich habe natürlich dann sofort geantwortet, ja, es muss ja nicht ganz so groß sein. Aber etwa so von der Art und Weise stelle ich mir das vor. Ich lasse Sie das lesen. Ja, diese Zitate von Jean Piaget, die sind eindrücklich und die beschreiben eigentlich das, von dem ich jetzt rede. Weil, also Jean Piaget hat das schon vor geraumer Zeit gesagt. Es sind bald 100 Jahre her, dass er das so notiert hat. Und es ist noch spannend, Jean Piaget ist ja nicht Psychologe oder Pädagoge, sondern er war Biologe. Also hat von biologischen Standpunkt aus sich überlegt, wie es denn den Kindern gut gehen könnte und hat so die Grundlage gelegt, auch für unser Denken. Und langsam aber sicher, 100 Jahre bald nach Jean Piaget, werden diese Ideen umgesetzt in der Schule. Ja, es geht vor allem darum, dass man aus der Reihe tanzt. Ja, vielleicht nicht immer, oder? Ist schon klar. In der Schule kann nicht jedes Kind immer machen, was es will. Es gibt auch, Sie haben das alle schon gelesen, in Zeitungen gibt es Artikel von Kindergärten, wo lauter kleine Könige und Königinnen
und Prinzessinnen Einzug halten und dann erstaunt sind, dass es noch mehr Könige und Königinnen gibt. Und das kann nicht immer funktionieren, das ist klar. Und da müssen sie lernen, aufeinander Rücksicht zu nehmen, dass auch Könige nicht ständig machen können, was sie wollen. Aber es ist doch so, dass man sich diese Kreativität, die die Kinder haben, die ihnen einzigartig ist, oder die einzigartig ist, dass sie die möglichst behalten können. Es gibt auch Forschung, die belegt, wie die Kreativität abnimmt in der Zeit, wo die Kinder, was sich ändert, ist vor allem, dass sie zur Schule gehen. Vielleicht ist nicht nur wegen der Schule, ich hoffe doch sehr, aber ich denke doch, in der Schule können wir einiges dafür tun, dass die Kinder weiterhin kreativ bleiben können oder das auch trainieren. Ja, zur künstlichen Intelligenz. Wir haben es gehört von Monsieur Aymon. Es wird sich etwas verändern. Ich gehe stark davon aus, dass wir unterstützt werden von künstlicher Intelligenz bei der Betreuung von Kindern. Es gibt jetzt schon Software, die uns unterstützen im Alltag, im Unterricht. Sie können sich bestimmt ein Bild machen nachher davon in der Ausstellung. Ich habe von einer Software gehört, ich warte immer noch darauf, dass die mich kontaktieren, um sie bekannter zu machen. Sie kommt aus dem Ausland. Das soll mittels Augenbewegung, die künstliche Intelligenz zeichnet die Augenbewegung auf der Kinder beim Lesen und detektiert, wo im Text die Kinder stolpern. Und das ist ja fantastisch. Dann sieht man genau, an welcher Stelle die Kinder mit den Augen noch einmal zurück müssen, um genau zu lesen. Und die Software soll anschließend den Kindern vorschlagen, was für Bücher sie lesen können oder was für Texte, um das genau zu trainieren. Und wenn es nicht wahr ist, dass es diese Software gibt, dann wäre es doch toll, wenn sie erfunden würde, weil genau solche Systeme unterstützen uns bei der Betreuung der Kinder und es nimmt uns einige Arbeit ab in der Schule. Und was ist dann noch unsere Aufgabe in der Schule? Es geht vor allem um die Beziehung. Ich denke, was ist uns einzigartig, was ist speziell? Das ist die Beziehung, die wir aufbauen unter Menschen. Ich gehe davon aus, dass künstliche Intelligenz das nicht so gut kann wie die Menschen. Und ich hoffe sehr, dass es so bleibt natürlich, weil sonst würden wir uns mit dem Erfinden der künstlichen Intelligenz gleich selber abschaffen. Ja, genau. Routineaufgaben sollen der Vergangenheit angehören. Vielleicht gibt es auch Leute unter Ihnen, die Deutsch unterrichtet haben. Wie toll wäre es, wenn die Aufsätze von alleine korrigiert werden. Die Menschen, die in einer digitalen Welt stark sein müssen oder stark sein sollen, da reüssieren sollen, die brauchen eine gute Verwurzelung. Ich plädiere dafür, dass man mit jungen Kindern, aber auch mit Eltern, aber vor allem auch mit jungen Kindern, auch außerhalb der Schule Unterricht macht und vor allem auch in der Natur. Der Mensch, der in der digitalen Welt gut sein soll, der braucht eine gute Verankerung in der analogen Welt. Die analoge Welt, die Natur, es ist mir ein Anliegen, dass Kinder wissen, wie ein Wald riecht, wenn es nass ist, wie eine Wiese riecht im Herbst, wie es ist, wenn man Dreck in den Fingern hat. Das ist extrem wichtig. Denn nur mit diesen Erfahrungen, mit diesen dreidimensionalen Erfahrungen in der realen Welt können wir stark sein in einer digitalen Welt. Wir Menschen sind analoge Wesen und darum brauchen wir unsere Wurzeln in unserer Umgebung, in unserer natürlichen Umgebung, in der Natur. Es ist zum Beispiel so, ein Beispiel aus meiner Familie. Ich wollte meinem Sohn mit 8 Jahren das Programmieren näher bringen. Er hat sich immer interessiert für Mathematik und solche Sachen. Das ist mir aufgefallen und ich dachte, schau mal, da habe ich ein Programm, Scratch, kennen Sie vielleicht. Da kannst du damit wenn du das programmierst, dann wandert dieses Männchen nach rechts und so weiter. Und er hat das ausprobiert und hat gefunden, nein, das ist nicht so, das finde ich jetzt nicht so spannend oder ja, ich gehe lieber nach draußen. Und das war toll. Das war super, das war fantastisch. Es war offensichtlich zu diesem Zeitpunkt auch eine Überforderung, obwohl er sehr viel Freude hatte an der Mathematik und an logischen Abläufen. Ich denke doch, ein gutes Beispiel, dass man auch auf die Kinder hören kann und dass sie dann
dem nachgehen, was ihnen am ehesten im Kopf ist. Und da dürfen wir darauf vertrauen und das sollte auch in die Schule Einzug halten. Dann denke ich, die Schule der Zukunft, und das ist jetzt ein Thema, was vielleicht gar nicht so mit der Digitalisierung zu tun hat, aber die Digitalisierung kann uns helfen, das Vertrauen aufzubauen. Wir müssen Vertrauen kreieren. Ich glaube, wir haben da noch nicht unser Potenzial ausgeschöpft. Pardon. Wir haben dasselbe Ziel wie die Eltern in der Schule. Wir möchten, dass die Kinder groß werden, dass sie stark werden. Ja, und trotzdem ist es so, dass es manchmal Schwierigkeiten gibt und dann hat man das Gefühl, Eltern und Schule haben nicht dieselben Ziele. Aber ich glaube, man muss sich auf diese Ziele verständigen. Und wir in der Schule, wir müssen, wenn nicht alles, dann vieles unternehmen, dass die Eltern spüren, dass wir sie unterstützen möchten. Vom Gesetz her ist es so, dass die Schule ein übermächtiger Partner ist. Wir haben kein Kundenlieferantenverhältnis, so wie das gerne dargestellt wird oder gefordert wird, auch von Elternseiten. Die Eltern sind nicht unsere Kunden. Wir haben auch eine juristische Aufsichtspflicht zum Beispiel und so lange kann man nicht von einem Kundenverhältnis reden. Und trotzdem, wenn wir nicht genötigt sind, eine Aufsicht zu haben oder vom Gesetz her zu intervenieren, sollten wir die Leute behandeln wie Kunden. Man sollte ihnen möglichst vermitteln, dass ihre Kinder bei uns hervorragend aufgehoben sind und dass es nichts Besseres gibt, wie dass sie ihre Kinder mindestens einen halben Tag zu uns in die Schule schicken. Wie machen wir das? Nützen wir die Gelegenheit, bei Elternabenden oder bei Elterngesprächen, Standortgesprächen, den Eltern dieses Vertrauen entgegenzubringen und ihnen zu zeigen, dass die Kinder gut aufgehoben sind. Zu oft werden Elternabende zum Beispiel dazu verwendet, Informationen abzugeben. Informationen kann man aufschreiben und verteilen. Vielmehr sollte man ins Gespräch kommen mit Eltern. Zum Beispiel, indem man eine Hypothese aufstellt und diese diskutiert. Zum Beispiel, Kinder sollten unbedingt bei Eintritt in die Schule ein eigenes iPhone oder iPad oder whatever haben. Und dann kann man diese These diskutieren. Und glauben Sie mir, was auf den ersten Blick tönt nach Nein, auf keinen Fall, gibt eine spannende Diskussion. Aber man soll auch einen Eindruck vermitteln aus dem Schulleben. Wie geht es den Kindern? Was haben wir erlebt, damit die Eltern richtig Vertrauen haben? Nur zu oft passiert es leider noch, und das beobachte ich auch in der eigenen Schule, dass wir zu appellativ kommunizieren mit den Eltern. Die Kinder, die brauchen eine echte Verantwortung. Also wenn Sie im Unterricht eine Situation schaffen, wo die Kinder wirklich Verantwortung übernehmen können, A, für ihr Lernen oder für eine Aufgabe, dann ist das nachhaltiges Lernen. Man kann zum Beispiel mit den Kindern kochen, man kann mit den Kindern rechnen, mit Währungen, mit Geld und so weiter. Oder man kann mit den Kindern ein Restaurant betreiben, vielleicht nur einmal, das sauber aufbauen. Da hat es nämlich die Geschichte drin mit dem Geld, mit dem Einkaufen von Lebensmitteln, mit dem Bezahlen der Leute im Restaurant. Man macht das Restaurant natürlich für die Eltern, dort schafft man wieder Vertrauen. Oder der Service, also Kundenbeziehung trainieren. Es gibt eine Equipe, die muss kochen. Es gibt eine Equipe, die macht Werbung, die macht Flyer, die macht eine Speisekarte. Und ich denke, dass solches Lernen, das ist nachhaltig. Das ist ein Mega-Event für die Kids, das ist ein Mega-Event für die Eltern. Und das Lernen ist nachhaltiger, wie wenn man etwas durchnimmt. Wie oft habe ich schon den Spruch gehört, ich weiß nicht, was ich mit diesem Kind machen soll, jetzt haben wir doch das durchgenommen und es versteht es immer noch nicht. Eine andere Idee in Sachen Verantwortung ist, die ist aber nicht von mir, die habe ich von einem Schulleiterkollegen, die haben eine Lernlandschaft, das haben wir bei uns in der Schule auch, und da haben die Schüler ihren eigenen Arbeitsplatz, wie ein Büro. Wie wäre es, wenn wir
dieses Büro zu einem Coworking-Space machen würden, wo andere Leute auch ihr Büro hätten, wo sie arbeiten könnten. Einfach mal so, um weiterzudenken. Wie ist es für den Schüler im letzten Schuljahr, wenn er neben sich eine Person hat, die dort ihr Büro hat und damit Geld verdient, dass sie dort arbeitet? Was hat das für einen Impact auf die Schülerinnen und Schüler, die dort auch ihren Trainingsarbeiten nachgehen? Etwas ganz Wichtiges im Zusammenhang mit dem digitalen Wandel ist für mich die Demokratie, das Demokratielernen. Es ist unerlässlich, dass Kinder den Wert von Demokratie lernen. Was sehen wir bei kantonalen, kommunalen oder nationalen Abstimmungen? Eine Stimmbeteiligung, die um die 30% ist, wenn es gut geht. Das ist eigentlich traurig, weil wir haben ein Privileg, wir dürfen in unserem Land mitgestalten. Und wenn man jetzt so in die Welt hinausschaut, dann ist es doch spannend zu sehen, dass doch autokratische Systeme etwas auf dem Vormarsch sind und am lautesten schreien auf dieser Welt. Eine kleine Anekdote: Auf der Suche nach Bildern für diese Keynote habe ich auf Pixabay das Suchwort Demokratie eingegeben. Versuchen Sie es selbst einmal. Sie finden irgendwo so auf der vierten Zeile ein Bild von Tayyip Erdogan und mit einer türkischen Fahne im Hintergrund, eine Collage. Wahrscheinlich eine Person, der wir jetzt persönlich nicht gerade die größten demokratischen Werte zuschreiben würden. Und da kommen wir auch zum Punkt. Es geht darum, zu würdigen, was wir finden oder abzuschätzen, wie zuverlässig ist diese Information, die wir finden, wenn wir sie suchen. Wenn ich jetzt mir nichts überlegt hätte, bei dieser Präsentation hätte ich ja dieses Bild nehmen können und hier hinterlegen können, aber mir schien dann doch, diese Kuh sei das beste Bild für die Demokratie, weil ja die Schweiz in der Welt als leuchtendes Beispiel für Demokratie dient jeweils, habe ich diese Kuh gewählt, weil sie doch die Schweiz symbolisiert, ja, wie vielleicht das Matterhorn sonst oder der Zitglocken oder der Rheinfall. Aber es war etwas neutraler, weil diese Kuh, die könnte überall stehen und außer Sie kennen jetzt gerade die Berge im Hintergrund. Außerdem ist es so, dass auch künstliche Intelligenz nicht per se demokratisch ist. Man muss Spielregeln definieren für die künstliche Intelligenz, wie sie sich verhalten soll. Man muss der Demokratiewerte mit auf den Weg geben, sonst ist sie das nicht einfach so. Wenn wir aber wollen, dass die Kinder Demokratie lernen in den Schulen, dann müssen wir sie partizipieren lassen. Und wenn die Kinder partizipieren sollen, dann sollen auch die Lehrpersonen partizipieren. Dann sollen die Schulen partizipative Systeme werden, und zwar von oben bis unten. Und in welcher Art und Weise kann das geschehen? Da müssen sich die Schulleitungen auf den Weg machen, mit welchen Methoden, mit welchen Mechanos sie ihre Kollegien mit einbeziehen können in die Schulentwicklung. Es ist eine große Tradition in den Schulen, dass man mitsprechen kann, aber nur zu oft sprechen die Lehrpersonen erst dann mit, wenn ihnen ein Thema nicht passt. Das ist leider das alltägliche Erleben und das ist sehr schade. Viel schöner wäre es, wenn von Anfang an kreative Ideen Eingang finden würden und man Spielregeln abmacht, wie diese Ideen Eingang finden sollen in den Schulbetrieb. Außerdem muss es unsere Aufgabe sein, in den Schulen die Talente zu entdecken. Schwächen können wir schwächen, aber vor allem sollen wir uns auf die Stärken fokussieren. Viel zu lange haben wir in diesem Land Fehler gesucht. Viel zu lange haben wir Diktate korrigiert mit einem Rotstift und den Kindern zurückgegeben. Und das ist ja höchstens für eine Person oder für ein Kind motivierend, das keine Fehler gemacht hat oder vielleicht einen. Und für die, die 30 Fehler gemacht haben, ist das ja extrem unmotivierend. Darum müssen wir uns darauf fokussieren, Talente zu finden und die Talente zu stärken. Auch die Kinder, bei die uns in den Sinn kommen, als talentfrei vielleicht, wenn wir uns wirklich anstrengen, um zu überlegen, finden wir bei allen Kindern Talente. Und es gilt, diese freizulegen und sie zu stärken auf dem Weg zur Resilienz. Eine Idee,
die ich in meiner Schule noch nicht umgesetzt habe oder wir noch nicht umgesetzt haben, war aber eine Idee, die da steht, ist zum Beispiel, dass man von sogenannten Goldarbeiten im Kindergarten, also die Kinder wählen aus, was ihnen wirklich gut gelungen ist, eine Zeichnung oder etwas, was sie gebastelt haben, was wunderschön ist, was sie zu Hause zeigen möchten, dass man von diesen Goldarbeiten zu einem Talentportfolio kommt mit der Zeit. Und mit diesem Talentportfolio können sich dann die Jugendlichen präsentieren, wenn sie sich bewerben für eine Lehrstelle. Viel zu lange waren wir auf Fehler fokussiert. Viel zu lange haben wir versucht, Fehler zu vermeiden. Das ist ja wie in unserer DNA drin. Das ist ja schweizerischer, geht es gar nicht mehr, als Fehler zu finden und zu optimieren und perfekt zu sein wie eine Uhr, oder? Darum wurden auch so gute und so tolle Uhren in unserem Land erfunden. Aber ich denke, es geht darauf, auf die Stärken zu fokussieren. Und es gibt Lehrpersonen, die machen Tests mit den Kindern. Die heißen nicht mehr Test, sondern da steht drauf, zeig mir, was du kannst. Oder wenn sie bereit sind und etwas fertig geübt haben, sagt die Lehrperson, so, jetzt kannst du mir noch zeigen, was du kannst. Du weißt, wo in der Schublade du den Zettel holen kannst, wo es vielleicht einen Test hat, aber da steht drauf, zeig mir, was du kannst. Und das ist ein Unterschied, ob sie Prüfung oben auf das Blatt schreiben oder ob da drauf steht, zeig mir, was du kannst. Ja, dann komme ich gleich schon zum nächsten Thema, eine Schule ohne Noten. Ein tolles Buch, ist vor wenigen Tagen erschienen. Vielleicht können Sie es sogar hier kaufen. Es ist vom HEP Verlag. Ich nehme an, die sind hier auch präsent. Lernen braucht keine Noten. Oder wie ist es Ihnen, liebes Publikum, gegangen beim Fahrradfahren oder beim Lernen Skifahren? Haben Sie Noten bekommen von Ihren Eltern dafür? Wahrscheinlich nicht. Sie wollten einfach so als Kind lernen, gehen, rennen, Radfahren und vielleicht auch Skifahren. Und wenn man sich überlegt, es pflichten alle Leute bei, weil es ist auch ausgiebig erforscht, Noten in einer Prüfung, sagt nicht sehr viel aus. Wenn ich eine Rangskala, also ich habe bestenfalls eine Rangskala innerhalb der Klasse, ich weiß, dass der Schüler mit der 6 besser war als der Schüler mit der 5. Aber absolut, was das jetzt genau bedeutet, weiß man nicht. Man weiß auch, dass Noten plus minus 1 genau sind. Das heißt, in einer anderen Klasse, in einer anderen Schule, in einem anderen Gruppensetting drin, fällt die Note von einem Kind anders aus. Und wenn man sich das überlegt und zu Gemüte führt, dann kommt man zum Schluss, dass diese Noten eigentlich gar nicht das sind, was man gebrauchen kann. Aber wir trennen uns nur sehr schwer davon. Warum ist das so? Oder die Schulleitungen hier drin. Gehen Sie mal in Ihr Lehrerkollegium und an einer Sitzung, Schulentwicklungssitzung, und sagen, so, jetzt schaffen wir die Noten ab. Wir schaffen das irgendwie, das machen wir. Dann wird es ein paar Leute im Kollegium haben, die werden jubeln, und anderen, denen dreht es den Magen um. Aber warum alle Pflichten bei und sagen, ja, du hast recht mit deiner Argumentation, alles gut, aber wie sollen wir es denn sonst machen? Und da sind unsere Ideen gefragt, da müssen wir kreativ sein. Das konstruktive Feedback ist das, was viel wertvoller ist in einem Beurteilungsprozess oder in einem Talenteentwicklungsprozess, wenn man vis-à-vis vom Schüler, vom Jugendlichen sitzt und ihm aufzeigt und ein Gespräch führt, wie das man sich noch entwickeln könnte, was gut gelungen ist. Und da stellt sich natürlich dann immer die Frage, ja, mit welchen Zeitressourcen mache ich das? Ja, vielleicht hilft uns die künstliche Intelligenz, diese Ressourcen zu schaffen. Ich weiß, das macht sie noch nicht heute, teilweise schon. Aber es gibt auch die Möglichkeiten zu kooperieren unter Lehrpersonen. Da liegt noch ganz viel Potenzial brach in Sachen Arbeitszeit, und man hat die Möglichkeit, bei Schulen abzuschauen, die das bereits erfolgreich praktizieren. Nun, was kann die Politik dazu beitragen? In meinem Erleben mischt sich die Politik bewahrend ein. Die Politiker, die schauen, dass man das, was man schon lange hat, was sich vermeintlich bewährt hat, behält man. Und das sind eben auch die Noten, die Schulzeugnisse. Man trennt sich nicht davon. Man tut sich schwer, etwas zu verändern in diesem Zusammenhang.
Aber eben, Lernen braucht keine Noten. Und anstatt über fachliche Kompetenzen zu fördern, werden wir mindestens im Thurgau genötigt, die Kinder zu beurteilen in ihren Charaktereigenschaften. Also es steht da zum Beispiel, beteiligt sich aktiv am Unterricht. Überlegen Sie sich, ein introvertiertes Kind hat kein Interesse, sich aktiv zu beteiligen. Dann sagt man, ja, da könnte man jetzt das fördern. Ja, es ist aber wieder seine Natur. Es sieht den Sinn gar nicht darin, sich zu beteiligen am Unterricht. Und ist das wirklich ein Gütekriterium, wenn ein Kind sich aktiv am Unterricht beteiligt, wenn es immer die Hand oben hat? Es heißt nämlich nicht, dass dieses Kind nicht teamfähig ist. Es heißt sehr wohl, es kann sehr wohl im Team arbeiten. Es kann sich beteiligen, aber es möchte nicht nach außen treten. Es hat nicht dieses Bedürfnis. Ich denke, es wäre gut, wenn sich die Politik ebenfalls mehr von Evidenz leiten lassen würde als von Traditionen. Und ich fordere die Politiker an dieser Stelle auf, seien Sie mutiger. Haben Sie den Mut, auch etwas zu wagen. In der Schule kann man vieles wagen. Wir haben eine Kultur, wenn man etwas verändert, heißt das nicht, dass gleich alles irgendwie kaputt gehen würde oder die Bildung schlecht werden würde. Wir haben alle in den Schulen in der Schweiz haben wir Leute, die professionell arbeiten, die sich große Mühe geben, die das auch gut können. Und wenn man zum Beispiel keine Noten macht, heißt das nicht, dass nachher ein ganzes Volk verloren ist oder die Wirtschaft nicht mehr zu guten Arbeitskräften kommen würde. Und da zitiere ich gerne Anders Inzet, der vor wenigen Tagen bei uns an der Fachtagung referiert hat. Es geht darum, und das gilt auch für die Politiker. Ja, was kann die Forschung beitragen? Auch die pädagogischen Hochschulen müssen sich überlegen, was sie verändern müssen. Ich hatte neulich ein Gespräch mit einer Vertreterin einer pädagogischen Hochschule und sie hat gesagt, es gibt so innovative Schulen, die haben die pädagogischen Hochschulen längst links und rechts überholt. Dabei wäre es eigentlich auch an den pädagogischen Hochschulen, diese Biotope des Wandels, der Innovation zu sein. Und wie kann das gelingen? Die Wissenschaft, die sollte anregend sein, um herauszufinden, wie die Schulen verändert werden müssen. Und vor allem wären wir in den Schulen froh, wenn wir diese Daten, aktuelle Forschungsdaten zur Verfügung hätten. Ich bin jetzt dann bald 20 Jahre aus meinem Sekundarlehrerstudium raus. Mein Wissen beruht immer noch sehr auf diesem Wissen, das ich damals in St. Gallen verabreicht bekommen habe. In diesen 20 Jahren hat sich wahrscheinlich in der Entwicklungspsychologie nicht so viel verändert. Das ist das Gute an der Geschichte. Aber das Skript war von 1983. Wahrscheinlich ist das auch nicht so tragisch. Aber wenn man sich das überlegt, wenn das Skript von 1983 war, dann ist das bald 40 Jahre her. Und mit diesem Wissen bin ich am Start. Also, in der Medizin zum Beispiel, da verdoppelt sich anscheinend das Wissen alle 18 Monate. Und wenn das für die Pädagogik auch gelten würde, dann wäre ich mit ganz tragisch altem Wissen unterwegs. Aber eben, wie gesagt, in der Entwicklungspsychologie ist es möglicherweise nicht ganz so dramatisch. So, dann hätte ich noch ein kleines Experiment. Wie stehen wir zeitlich? Können Sie mir helfen? 20 nach. Na gut, muss ich Gas geben. Vielleicht können Sie mal diesen QR-Code abschießen oder Sie tippen diese Tiny-URL ein, noch nicht auf die Resultate. Funktioniert das? Dann gehen Sie mal bitte durch diesen Fragebogen hindurch. Ich habe mir die Mühe genommen, das auch auf Französisch hinzuschreiben.
Überlegen Sie nicht zu lange, gehen Sie einfach ganz flott durch, weil ich denke, Sie können das, Sie wissen ja Bescheid zu diesen Fragen, da haben Sie eine Vorstellung von der Welt. Einfach ganz zügig durchgehen und da eintippen. Vielleicht geben Sie mir dann ein Signal, wenn Sie so fertig sind mit den Fragen. Ja, ich sehe schon, die Leute, die das Buch von Hans Rosling kennen, sind schon durch mit dem Fragebogen. Ich sehe schon, da in der vordersten Reihe gibt es Teamarbeit. Ja, wie sieht es aus? Fertig? Ausgefüllt? Sehr gut, wunderbar, Dankeschön. Also, dann können wir vielleicht mal auf die Resultate schauen. Ich bin jetzt gespannt. Wie gesagt, die Fragen sind aus dem Buch Factfulness von Hans Rosling. Hans Rosling hat von 1948 bis 2017 gelebt. War Arzt, hat für Médecins Sans Frontières gearbeitet und eben ist leider vor 4 Jahren verstorben. Und man sieht, ja, die meisten Leute kennen das Buch nicht, das ist toll, das gibt ein bisschen bessere Resultate. Dann können wir ein bisschen nach unten scrollen. Zweite Frage, da ist Antwort C richtig, das haben die wenigsten richtig. Weiter, Nummer 3 ist B richtig, das haben auch die wenigsten richtig. Bei 4 wäre die richtige Antwort C, das sind auch die wenigsten. Antwort 5, ja, das ist nicht schlecht, hä? Da sind wir recht gut dran. Also das mit dem Durchschnittsalter scheint jetzt eingesickert zu sein. Dann Frage 6, ja, das haben die wenigsten richtig. Ja, spannend, hä? 7, B, auch wenige richtig. 8, C, auch sehr wenig. Ui, 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 ui. Ach, Sie müssen nachsitzen. Frage 9. A, auch nicht so eine gute Quote. 10. Ja, sind viel mehr Leute schon einmal geimpft irgendwie. Ja, genau. Und wenn wir das jetzt auswerten würden, Sie haben gesehen, eine sehr tiefe Quote, richtig. Warum das so ist und so, lesen Sie in diesem Buch nach. Ich habe keine Tantiemen, aber ich denke, dieses Buch drückt eben genau aus, dass man sich an Fakten halten muss. Was ist jetzt passiert? Hans Rosling beschreibt in seinem Buch, dass die Leute mit veraltetem Wissen operieren. Und das ist Ihnen wahrscheinlich jetzt auch passiert und ich kann Ihnen sagen, es ging auch mir so. Er ist ein lustiger Autor, finde ich. Oder er schreibt dann auch, dass die Schimpansen, wenn man ihnen einfach sie wählen, hätte wählen lassen, A, B, C, D, und sie nach dem Zufallsprinzip A, B, C, D angekreuzt hätten, hätten sie ja mit einer Trefferquote von 33% richtig geantwortet. Ich bin sicher, wenn ich das auswerte, wird die Trefferquote unter 33% liegen. Das ist ein Phänomen, das Hans Rosling immer festgestellt hat und er hat sich gefragt, warum passiert das so, dass die Quote immer zu tief ist. Und das heißt eben, weil wir denken, wir wissen, wie es richtig ist und da irren wir uns gewaltig.
Die Welt ist eben besser, als wir denken. Heißt noch lange nicht, dass sie wirklich gut ist, aber sie ist besser, als wir denken. Und das ist der Grund, warum wir auch in den Schulen, wir brauchen Wissen. Zu oft wird mit Anekdotenevidenz argumentiert. Wie oft ist es Ihnen schon passiert, meine lieben Schulleiterkollegen in der ersten Reihe? Habt ihr sicher auch schon erlebt, dass eine Lehrperson zu euch gekommen ist oder ihr selber vielleicht und sagt, ja, wir hatten mal ein Kind, da war es so und so und so, jetzt müssen wir. Oder es ist jetzt ein Fehler passiert, den müssen wir unbedingt verhindern. Überlegen wir uns vielleicht zuerst, wie oft kann dieser Fehler wieder passieren, wie groß ist das Schadenpotenzial und wenn beides nicht so hoch ist, können wir es gleich beiseite lassen. Ja, so stelle ich mir auch ein Schulzimmer der Zukunft vor. Das ist ein Bild von der Homepage Churer Modell. Ich denke, das Churer Modell sieht man nicht. Schade. Dankeschön für das Signal. Es braucht jemand, der da den Computer bedient. Ich erzähle jetzt einfach ein bisschen. Ah, super, perfekt. Ja, ich habe erwähnt, dass die Kinder im Kindergarten sich gut orientieren können und dass wir die Schule ein bisschen mehr wie Kindergarten machen sollen. Das wäre jetzt ein Bild davon. Ich denke, wenn Sie dieses Modell mal online, wenn Sie sich das mal anschauen, dann werden Sie sehen, das Ziel des Churer Modells ist es eigentlich, die Schule mehr so zu machen, wie der Kindergarten ist. Und ich denke, das ist sehr zukunftsweisend. Ich war letzte Woche im Kindergarten auf Schulbesuch. Da gehen die Kinder selbstständig aufs WC und sie kommen wieder zurück. Und dann habe ich am Mittwoch eine Stellvertretung gemacht in einer 5., 6. Klasse. Da sind die Kinder ständig zu mir gekommen und haben gefragt, ob sie zur Toilette gehen dürfen. Und ich habe gesagt, ja klar, sonst passiert ein Unglück. Und dann sind sie gegangen und haben mich so angeschaut, weil ich gesagt habe, ja klar, das war etwas speziell für sie. Aber ich denke, das drückt eben aus, in der Schule ist alles so und da muss man lernen, da muss man jetzt arbeiten, im Kindergarten ist alles Flow. Und soll mir niemand sagen, im Kindergarten wird nicht gelernt, oder? Nur gespielt, ja nicht. Gut, das habe ich erwähnt. Der Schulleiterverband hat in den letzten 12 Monaten ein Buch geschrieben mit über 50 Autorinnen und Autoren, alles Schulleitende aus der Deutschschweiz. Und es ist ein spannendes Buch erschienen, das Visionsbuch unseres Verbandes. Das kann man natürlich bei uns am Stand kaufen. Kommen Sie nachher, kaufen Sie viel. Es hat nicht mehr so viele. Nein, es ist wirklich ein tolles Buch geworden mit einem Nachwort von Professor Rolf Dubs, den viele auch kennen, ein bekannter Wirtschaftspädagoge der Universität St. Gallen, unterdessen schon weit über 80, ein interessanter Mensch. Ja, in diesem Buch steht auch ganz viel, wie die Schule von morgen aussehen kann. Da bekommen Sie auch noch Einblicke von anderen Schulleiterinnen und Schulleitern, nicht einfach nur von mir. Ja, was sollen wir jetzt tun? Wir sollen davon träumen, wir sollen daran glauben und wir sollen es einfach machen. Und gerne noch einmal ein Zitat von Jean Piaget. Und das ist von George Patton, der General war, der US-Armee im Zweiten Weltkrieg. Der Perfektionismus ist uns einfach zu sehr, er ist zu sehr in uns drin. Und dann manchmal denken wir, ja, wir müssen einen guten Plan haben und ein Vorgehen und dass wir genau wissen, zuerst das, dann machen wir das und so weiter und so fort. Nein, vielleicht müssen wir einfach mal irgendwo beginnen mit etwas Kleinem. Und eine Idee haben, einen Plan entwickeln. Sie, Schulleitende, brauchen eine Vision. Es steht da, irgendwie muss ja das Leben wissen, wo es ausliefern muss, soll. Sie haben jetzt gehört, was ich Ihnen erzählt habe. Ich hoffe, Sie haben gemerkt, wie sehr ich für dieses Thema Schulentwicklung brenne. Und ich hoffe, dass ich Sie ein bisschen entfacht habe. Wenn nicht, kommen Sie am Stand vorbei, dann werden Sie von mir noch einmal geimpft. Oh, schwieriges Wort dieser Tage. Nein, aber gehen Sie raus, gehen Sie in Ihre Schulen, gehen Sie in Ihre Organisationen und stecken Sie die Leute an. Überzeugen Sie sie davon, dass etwas passieren muss in den Schulen. Ich glaube,
nicht, dass wir schon da sind, wo wir hin müssen. Ich glaube nicht, dass wir da sind, wo die Visionen hinwollen. Gehen Sie, entfachen Sie das Feuer und ich bin gespannt. Vielleicht gibt es die eine oder andere Person, die mir dann eine Rückmeldung geben möchte. Sie finden meine Kontaktdaten auf der Homepage, überall. In diesem Sinne lasse ich Sie jetzt diese Swissdidakt genießen und hoffe doch, dass jetzt mindestens eine kleine Flamme bei Ihnen lodert und dass Sie diese weitertragen können, so wie das olympische Feuer dann jeweils in die Welt hinausgetragen wird. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Vielen Dank, auf Wiedersehen. Ganz, ganz vielen herzlichen Dank, Thomas Minder. Sie haben, glaube ich, die ein oder andere Flamme wirklich entfacht, zumindest inspiriert. Dennoch, denke ich, scheitert es oft an der Herausforderung, was die Umsetzung angeht. Denn entweder ist es mangelnde Motivation, fehlende Zeit, vielleicht auch Geld, vielleicht auch starre Gebilde, Gefäße, in denen man ist. Ich denke, einen allumfassenden Rat gibt es nicht. Deswegen fand ich den letzten auch sehr gut mit. Kommen Sie in den Dialog, tauschen Sie sich aus, entfachen Sie gegenseitig das Feuer. Ne? Ich denke, das ist das Wichtigste auch, was man da tun kann. Ich denke auch, es braucht nicht zwingend Geld. Also Sie haben das erwähnt, es geht auch mit wenig Geld. Man muss kreativ sein. Ich glaube, die Schweiz hat wirklich ein gutes Schulsystem, aber sie hat ganz sicher das teuerste. Und ich denke, es ginge wahrscheinlich sogar mit weniger Geld. Man muss einfach kreativer sein. Wir sind privilegiert. Wir haben so viele Mittel und Möglichkeiten. Ich denke, da sollte es wirklich möglich sein, eine zukunftsträchtige Schule zu bauen. Es war eine wunderbare Inspiration und ein Impuls, den Sie uns mitgeben auf die Swissdidakt 2021. Sie haben es angesprochen, der VSLCH ist auch in Halle 3 mit einem Stand, da wird man Sie finden, auch das Buch. Ja. Und wir bedanken uns ganz herzlich, dass Sie da waren. Meine Damen und Herren, Thomas Minder, herzlichen Dank. Danke auch Ihnen. Hier auf der Bühne geht es übrigens weiter um 11 Uhr mit meiner Kollegin Elisa Malinerva und sie wird Sie hier begleiten mit spannenden Impulsen und Referaten. Wer möchte, kann sich hier wieder um 11 Uhr einfinden. Vielen herzlichen Dank.